Wir da jetzt nur 0-2er gegen den 1-3er tauschen. Okay. Mehr Angriffspotenzial für uns. Ist jetzt bisher auch nicht schlimm. Erstmal Sleep. Dann das Viech auf das da. Das bewahren wir uns mal auf der Hand. Zum Angriff, sage ich. Tapp mal die. Wow. Das ist jetzt richtig geiler Damage. Also für das Deck ist es geiler Damage. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich crappiger Damage, den wir hier verursachen. Ja, ist okay. Krieg ich weg. So. Dann lasse ich mal mehr Karten ziehen. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass es jetzt reicht. Es reicht. Oh, das hat ein bisschen länger gedauert, das Duell. Aber. Ja, hier. Pff, ist total egal. Dam. Und alle. Hopp. Babam. Puppenspieler. Whatever. Lady in Vess. Ja. Nein. Ja, von mir aus. Jetzt darf ich noch nicht mal anfangen. Handkartennachteil und... Na komm, spiel mal Fläschchen. Lebenspunkte sind nie schlecht. Würde ich jetzt zumindest sagen. Okay. Sie darf. Nein, ich darf. Geil. Da musste ich mich ganz kurz muten. Mm, jo. 2, 4, 6, 8. Das ist jetzt doof. Egal. Wir müssen was abwerfen. Ich würde mal wahrscheinlich vermuten, wir werfen die da ab. Ich vermute nicht, dass sie die Zombie-Verzauberung hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und genau dann spielt sie natürlich ein Artefakt. Mist. Ist aber alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung, alles prima, alles super. Leben ist geil. Lass mich mal mehr Karten ziehen. Ach, eine Ebene, endlich. Und damit können wir unseren Zauber wiederholen. Und das wäre natürlich nicht. Das auf das ist natürlich geil. Dann lassen wir eine davon sein. Ja, müssen sie ein bisschen aufhalten, davon Leben zu kriegen. Was? Okay. Was lässt mich abwerfen? Wahrscheinlich... Okay. Das ist nett. Danke. Ja gut, Kreaturen-Removal. Durch ungern gesehen, aber gegen Lilly ist es eigentlich total egal. Hier, gib mir mal das. Jetzt könntest du das Ganze nochmal aktivieren. Die kann eh nicht angreifen. Und auch nicht blocken. Da kommt Pazifismus drauf. 4-5 ist einfach zu stark.
Pazifismus. Da drauf. Danke. Die da. Zerstört und gib uns mal 4 Leben. Angriff. Ziehen wir dich mal auf unsere Lebenspunkte herunter. What? Zwei Handkarten hat sie noch. Fliegend spielen wir und du kriegst 2 Leben. Okay. Ist vollkommen legitim. Ich weiß gar nicht, ob so viel Creature Removal, also Kreaturenzerstörung, hier überhaupt in diesem Set drin ist. Ich glaube nämlich nicht. Auf jeden Fall, wenn sie die jetzt nicht los wird, ist sie danach unantastbar für sie. Okay, noch eine. Ja, hol dir Lebenspunkte. Du willst nicht angreifen. Sag ich doch. Ich glaube, jetzt ist sie unantastbar für Lilly. Ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwas drin ist, was sie dagegen tun könnte jetzt noch. Gegen die Belltower Sphinx. Die wird elendig da bleiben. Und elendig für sie eine unüberwindbare Mauer sein. Und mit dem Djinn können wir jetzt... Oh, das ist geil. Ja. Ich find's gut. Mit dem Djinn können wir jetzt heillos angreifen. Und heillos seinen Effekt aktivieren. Okay, können wir nicht. Wir können heillos seinen Effekt aktivieren. Das gebe ich dir, aber heillos angreifen kann... Wir können heillos angreifen. Das ist eine richtig Menge Damage, die dabei jetzt rumkommt. Herrlich. Also wir können hiermit auch einen guten Damage-Output haben. Also 6-4 unblockbar ist schon eine harte Kreatur. Aber er meuchelt sie natürlich. Ist aber okay. Du greifst eh nicht an. Vor allem jetzt nicht mehr. Angriff überspringen. Wie gesagt, sehr defensives Deck, was wir hier spielen. Den Djinn kann sie sich holen, ne? Oder? Das holt sie sich. Okay. Shit. Shit. Ist der jetzt echt schwarz-weiß? Ja, hier, block mal. Ich will der... Nein, ich will den da hinten sehen. In schwarz-weiß gefällt der mir noch besser irgendwie. Aber seine Mana-Kosten dürfte sich doch jetzt nicht verändert haben. Nee. Oh, sieht aber schon geil aus. Weiter. Tricken wir ihn jetzt mal ein bisschen. Sie. Das ist ja eine Sie. Der ist eklig. Und mal wieder reingetrickt. Irgendwie wie immer. Das funktioniert einfach jedes Mal. Das ist irgendwie cool. Deswegen, also der ist nicht schlecht. Auch wenn er am Anfang ein bisschen teuer klingt. Für 5 Mana 3-3 fliegend Flash. Aber der ist schon ziemlich geil. Damit verrechnen sich Gegner schon ganz gut. Wie Karten haben wir denn im Friedhof? Noch nicht genug. Zum Angriff. Jo. Mach du mal. Noch ein Meucheln. Und die Ratten, dann muss ich die auch abwerfen. Das ist doof.
Machen wir das mal. Fuck off. Fuck off. Mischen wir wieder alles ins Deck. Perfekt. Perfekt einfach nur. Oh, schön. Land, Elixier, du bist dran. Oh, ist das geil. Eine Kreatur deiner Wahl. Die da wahrscheinlich, ja. Dachte ich mir. Ja, kriegen wir 6 Damage. Kann ich nichts gegen machen. Wie viele Landkarten haben wir jetzt gezogen? 5. Das heißt, wir haben 7 Mana. Ne, 8 Mana. Das heißt, wir haben jetzt 9 Mana. Das reicht für die. Für das Ding und im Notfall Fläschchen, falls sie irgendwas Trickiges versucht. Eine Handkarte und das ist... Ach du Scheiße, ein runenverzierter Dämon. Ja, das ist ziemlich heavy. So. Erstmal Leben kassieren. Und dann würde ich sagen, killen wir hier den Flieger und da das Teil. Nein, das ist jetzt nicht so gut. Aber hiermit können wir wenigstens hierüber jetzt Damage rausfahren. Uiuiuiuiui.